Wir gucken rein bei Coin Concept, meine Jutzten. Der hat mich auch wieder neu hochgeladen. Trimax spielt eine Rolle. Ich habe es mir nicht angeschaut. Danke an meine Cutter, die meine Videos hier vorher gucken, die ich vorher in die Watchlist packe. Perfekt. Okay, baby, baby. Kein Konzept, Monetarisierung ist weg. Also wird es mich auch freuen, wenn ihr folgendes checkt. Instant Gaming schuldet mir noch immer Geld. Nicht, Digga. Ich wollte dir nur sagen, dass du einmal bitte runter vom Schreibtisch gehst, weil Papa will jetzt eine rauchen. Also einmal bitte runter. Ja? Hallo? Runter. Nee, ist nicht. Wo ist das eine? Das war mal wieder funny, hungriger Hugo. Kein Konzept. Ach, Digga. Weißt du was? Was mich am meisten abfuckt bei diesen Dingern, ist, dass die jetzt mittlerweile einfach Clips farmen, Digga. Die farmen einfach Clips? What the fuck? Wie dreist. Ja. Ja, witzig. Runter. Passt mal auf, warte mal, ganz kurz. Ich zeige euch mal was. Pass auf, ich mach's mal so, dass Akani wird nämlich auch drauf reinfallen. Ich bin nämlich gar nicht so dumm. Hört mal hin. Warte, ich mach's nochmal. Akani, hörst du das? Tisch gehst, weil Papa will jetzt eine rauchen. Also einmal bitte runter. Okay. Akani ist nicht drauf reingefallen, Digga. Ich bin scheinbar alleine so dumm. Perfekt. Danke, Mann, Akani. Dankeschön. Runter. Nee, ist nicht. Wo ist das eine? Yo, Bro, who got you smiling like that? Like. Oh, shit. Chilliger Partner. Okay, let's go. Digga, das ist mein Ding. Lass mich den Bomber steigen und die Bomben regnen. Ich freue mich schon, wenn bald. Carsten, die Hand runter. Carsten! 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 Es fehlt irgendwann weg, weil ich den Ding. Gut, da steht noch Mathe. Was? Ich habe das Video gesehen, aber vielleicht habe ich die Stelle geskippt, als ob. Da steht ja wirklich einer. Ich habe gedacht, ich habe alle entsorgt. Da ist noch einer. Ey, Mann. Nicht so hoch. Hast du dir schon mal genau, perfekt für zwei, drei. Pappfigur. What the fuck? Ja, habe ich. Derjenige dachte damals, er könnte mich finden, indem er, das ist eigentlich so lächerlich heutzutage, indem er meinen Dödel einbaut in einem YouTube-Video. Und logischerweise musste er meinen Schwanz zensieren und der musste ihn ausreichend und großzügig zensieren, weil er ist klein. Und ja, er dachte halt, damit hat er mir richtig eins reingedrückt. Okay. Und ich habe ein Antwortvideo gemacht und habe gesagt, ey Bruder, bist richtig der Idiot. Keine Ahnung, was du mir jetzt hier damit sagen willst, aber ja, das ist mein Schwanz. 5 arische deutsche Zentimeter. Bro, die Wortwahl, Carsten, ist echt gefährlich, Mann. Herzen gerade, da kannst du dir noch eine Scheibe von abschneiden. Damit habe ich deine Mutter gekriegt. Einfach veganen Adventskalender. Guck mal, selbst der Weihnachtsmann, dieser fette Hurensohn von Weihnachtsmann, wie er da mit seinem Scheißarsch hockt, muss zeigen, Digga, ich bin vegan, indem ich auch keinen roten Anzug trage, sondern ich trage einfach mal einen grünen Anzug. Und guck mal, die ganzen Tierchen streichelt er. Digga, das Kaninchen gehört in den Ofen und die ganz genauso. Ich hab da absolut nichts Nettes zu sagen. Wollen wir da mal reingucken? Statement? Guck einfach Fortnite-Tanzvideos. Ja, glaube ich, ist besser. 3 in Chat, wer Fortnite-Tanzvideos sehen will, Digga. Ja, ich muss einfach, Digga. Nein, Chat, nein, 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 nein. Chat, nein. Nein. Digga, wir gucken keine Fortnite-Tanzvideos. Nein. Okay, gut. Was habt ihr jetzt davon? Fortnite Dance Real Life. Wollt ihr das? Wollt ihr das, Chat? Wollt ihr das? Wollt ihr das? Seid ihr so dämlich? Wollt ihr das? Chat, bitte wirklich. Chat. Mann! Nein! Haraguya? Paraguay. War das falsch? Da ist der Kopf. Da ist der Kopf. Boah, Digga. Sehr peinlich, Alter. Hey, ja, ich bin heiser. Alter. Warum? Aufgewacht und Halsschmerz und heiser. Wie das so tut, guck mal, das so tut. B.O.V., du läufst nachts durch Frankfurt. Oh! Oh, meine Nase juckt so sehr. Oh. Da,
Da hat einer richtig, 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 richtig Kacke gebaut. Und das Ding ist, auf so einen Text kannst du ja nicht nur ein Okay antworten oder so, ne? Wenn du ein Okay antwortest, weißt du, das Ding ist gelaufen. Wenn du darauf nur ein Okay da lässt, dann ist das Ding durch. Doch, Henry. Ey, doch. Ey, Henry, du bist der Letzte, der das schreiben darf. Fick dich, Five Chrome, wirklich. Fick dich, Henry, Five Chrome. Doch, du bist derjenige, der aus dem Nichts seit 7 Tagen in Riot nur noch online ist, um zu gucken, ob dein E-Girl auch da ist. Henry, du bist der Allerletzte, wirklich. Ich weiß es ganz genau. Oh, heute mal gucken, vielleicht ist sie auf Discord schon da. Bro, wen laberst du voll? Du tust so, als ob du gerade übel krass wärst. Du hast noch nie okay auf eine lange Nachricht geschrieben, weil du noch nie eine lange Nachricht bekommen hast. Oh. Boah, Digga. Ich nehme an, es ist 5 Chrome, weil das passt sehr gut. Denk dran, Henry, du bist Toxic Streamer. Oh nein, 5 Chrome. Hey, Bro, wie schnell? Hä? 5 Chrome, hä? Wie schnell warst du jetzt hier im Chat? Bro, ich habe dich vor 10 Sekunden beleidigt. Wie schnell warst du hier? Bro. 5 Chrome, Henry, es tut mir leid. Ich entschuldige mich im Namen von Sascha und mir für diese Beleidigung und möchte hier nochmal richtig stellen, dass du der Twitter-User mit dem längsten Schwanz in ganz Deutschland bist. Das Mod des Jahres, denk dran. Träum weiter. Liebe Leute, wir persönlich wollen wieder eine neue Episode Werbungen drehen. Dafür brauchen wir noch ein paar richtig beschissene Werbungen unter folgender E-Mail-Adresse eingesandt. Ich hab da eine. Weil die Impfung geschickt, aber mal gern. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt. Check die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Okay, komm, wir gucken nochmal ganz kurz. Ich bin back. Oh, 8 Minuten, hungriger Hugo. Digga, scheiß drauf, Mann. Na, Leute, hat euch der beste Comedy-Kanal in YouTube Deutschland gefehlt? Comedy-Kanal, Bro? Du meinst der beste Zweit-Content-Verwerter-Kanal? Ja, mir auch. Junge, wo bist du, Sascha? Ich muss an der Stelle mal sagen, jetzt hungriger Hugo Stimme hier zu hören, weiß ich jetzt nicht. Dann schauen wir mal, was unser Lieblingslauf so macht, anstatt Videos für uns zu produzieren. Video. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Und was hat er sonst so gemacht während der YouTube-Pause? Du kommst hier nie wieder mehr rein. Okay, dasselbe wie immer. Und was ging sonst so ab auf YouTube? Das sind so Einschnitte von Querdenker-Demos. Aktiv, Digga, ich bin da auch stolz an der Stelle. Auf meine Community, dass sie auch mal hinterfragen, was die da oben. Ich jetzt auf die Fresse. Oh. Alter, ist dein Scheiß ernst, Mann? Und das war nicht einmal der einzige Beef. Das soll jetzt kein Hate-Video an Hunger werden, aber mittlerweile fühle ich mich wirklich verarscht. Vor kurzem hat er sich mit einer Person getroffen, die ich überhaupt nicht mag. So chillig, Digga, so chillig, dass ich einfach die ganze Zeit, während alle Streit haben, einfach eine Pause gemacht habe und richtig geil Hä? Wieso? Aber es wäre nicht Kuchenform, wenn das sein einziger Beef ist. Wann kommt mein Ansagevideo gegen mich? Kannst du kriegen. Noah, bist du stärker als Knossis Sohn? Ja. Würdest du den schlagen? Ja. Also, oh mein Gott, Gewalt in dem Haushalt scheint Normalität zu werden. Lust auf den Boxkampf? Ja. Ja, dann machen wir das doch, oder? Alles klar. Wunderbar, das ist doch nicht normal. Moin, was machst du denn? Noni! Digga, Bro, fucking Purge war gestern, zieh die Maske aus. Wunderbar, hä? Oh mein! Das kann nicht sein! Hier ist mein Junge und leitet die Purge ein! Dass ich die Beste bin, ist kein Versehen. Okay, genug Beef, was ist sonst noch so passiert? Der Bray Jeremy war in Pakistan und wurde gefeiert wie ein Nationalheld. Jeremy, ich liebe dich. Ich check halt nicht, dass die hungriger Hugo die ganze Zeit Copyright-Musik spielt. Ich verstehe es nicht, Mann. Das ist einer, ehrlich. Wie groß ist der? Wie groß ist heute einer? Ein Schniedel? Ja. Ehrlich, ehrlich. Ist der? Ist ehrlich? Ja, ehrlich. Ehrlich. Zeigefinger. Ist doch nicht schlimm, ist doch okay. Wenn der Steif noch größer ist, Marcel, beruhig dich doch. Und während all diesem Trubel im YouTube Deutschland hat dieser wütende Herr friedlich sein Rentnerleben weitergelebt. Da habe ich jetzt ja schon wieder gar keinen Bock drauf.
Och nein, Mann, dir geht's so schlecht, Bro. Also irgendwie ist heute nicht mein Tag, jetzt wollte ich die Milch sauber machen, weil ich auch voller Sahne war. Och Mann. Bagata hat wieder gezaubert. Och Mann. Der einen Job. Ach, Digga. Scheiß einfach drauf. Mann, was für ein Scheißtag. Milch aus diesem Glas schmeckt irgendwie besonders gut. Wir haben hier eine kleine Maus. Hello there. Digga, der lebt halt wirklich das Rentnerleben des Todes. Die sieht aber lecker aus, Papa. Ich zeig dir gleich die Maus. So, ich hab ein kleines Problem. Da ist das Problem. Oh, geil. Nee, zurück mit dir. Okay, also jetzt ist, als wenn die Katze drauf gewartet hat. Kaido, sitz. Fein, das kann ich dir nicht geben. So, Mäuschen, los, ja. Toll, so ein toller Typ, wirklich. Gemacht, jetzt hat Ehrenbruder Kaido immer noch kein Essen bekommen. Geht's noch, Junge? Das ist Opas Platz, nicht deiner. Kaido setzt sich einfach auch immer an den Tisch. Kaido, geht's noch, oder was? Geht's noch, Junge? Junge, warum bin ich mittlerweile eigentlich das einzige Tier, das von diesem Cake kein Futter bekommt? Ich kümmere mich mal um meine Tierchen wieder. Ja, den Beutel hauen die heute weg. Ja, du bist von dem Finger gezwickt. Ich hab gesagt, dass Mike und die Mucke klingt netter als 90% der Hurensohn-Rapper. Okay, erstmal genug Monteclips, sonst gibt's noch einen Streik. Jetzt weiter zum nächsten Content-Lieferanten. Was die Affen aus dem Klo? Digga, der Typ. Was die Affen aus dem Klo? Meine Freundin hält dich jung, ja. 11 Jahre jüngeres Mädel. Mir kommt keine über 25 ins Nest. Ein Jahr hat sie noch. Warum rapp ich nur von Sissis machen und schlapp, die ich Pumpsball? Alle meine Fans sind maskuline Jungs. Sind Sie, meine Freundin? Ja, ja, das ist Bonn, nicht Paris. In meinem Leben hat sich auch einiges getan. Mittlerweile Kind. Ja, Frau. Ja. Guck mir da die Kinderserien an. Was ist denn mit dem? Wieso kotzt der? Jetzt bist du da, Alter. Jetzt bin ich da, du bist hier. Jetzt kann ich dich echt mal. Junge. Okay, natürlich. Komm mal rüber. Verdammt Kacken, Junge. So endet ihr, wenn ihr zu viel GTA RP spielt, Kinder. Jungs, es ist nur ein Game, also das müsst ihr IRL nicht durchziehen. Und jetzt erstmal genug Knossi-Clips, denn ein junger Herr hat... Revi, was ist dein Mindestalter bei Frauen? Mindestalter? Ja, 18. Im Edi-Show gestohlen. Es rappelt im Karton. Aber das war auch... Immer noch? Dann müssen wir erstmal uns die Hände waschen. Mach euch. Ja. Der Arme. Ja? Der Arme. Ronny Berger einfach einmal in die Kamera gucken könnte, wie er gerade aussieht. Wo ist die Kamera? Guck mal nach vorne, ja, gerade, sehr gut. An irgendein Tier. Ja, nee, oder an irgendein Emoji bei Twitch. Hungriger Hugo reagiert auf Montes Kaidoku. Ich fahre den nicht oft, ich fahre den alle 2-3 Monate nur. Wisst ihr auch warum, Chat? Weil es was Besonderes bleiben soll. Als gewöhnt er sich dran. Weil ich möchte, dass es etwas Besonderes ist. Wer hat's gesagt? So, hungriger Hugo, jetzt hör mal auf, bitte, ganz kurz, dass du jetzt hier deine eigenen Clips in deinen eigenen Kanal noch reinschneidest. Es wird wirklich mittlerweile dreist. Also das sehen wir gar nicht gerne. Wer hat's gesagt? Ich hab mich schon daran gewöhnt. Digga, ist echt schlimm. Ich kenne alles schon aus dem Interview. Jetzt wird hungriger Hugo wahrscheinlich noch auf seine eigenen Videos reagieren. Wenn das passiert, bin ich raus. Mit Oma wollte ich reden an dem Abend. Bin runtergegangen. Sie hat geweint. Und, du musst dir vorstellen. Und er wusste, sie weint wegen ihm. Und dann saß sie da und hat geweint. Ich wusste, sie weint wegen mir. Stellt euch mal vor, ihr seid ein Austauschschüler, der zum ersten Mal das deutsche Schulklo betritt und dann seht ihr das. Moin, moin, hallo. Hallo, mein Freund. Gut, erst Müsli in die Schüssel und dann Zahnpasta, Digga. Ja, ja, doch. Frauen sind wie Hunde und das meine ich nicht abwerten. Wenn's wenigstens auf der Frauentoilette wäre. Ja, 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 er stickt. Nein, also nicht wirklich, also. Oder ich krieg hunderte Videos geschickt von Schultoiletten in Deutschland mit meinem Bild auf der Toilette. Wer hat das in Dinger? Oder
Ich wollte einfach nur auf die Toilette. Was sehe ich, Digga? Onkel Monte. Und jetzt noch ein kleines Tutorial für die Tüftler unter euch, die auch ihr lokales Schulklo etwas verschönern wollen. Bitte nicht, das ist Hausfriedensbruch und Schritt 1. Geht zum Drogeriemarkt eures Vertrauens und druckt dort eure favorisierten Monte-Bilder aus. Bezahlen nicht vergessen, ihr Schlingel. Schritt 2. Hängt sie aufs Schulklo und bestaunt eure Arbeit. Wer war eigentlich der beste 7 vs. Wald-Kandidat? Niklas! Tego! Aua! Wer jetzt denkt, Niklas gibt deshalb auf, hat sich sowas von geschnitten. Aua! Aua! Dieser Song. Oh fuck, ich hab Blut an der Hand. Alle sind für links, alle sind für links. Wir sind für links. Okay. Das ist mal richtig. Der Psycho-Mann. Slavik über Elena. Elena kann man nicht machen. Du kannst doch nicht mit Elena machen. Doch. Ja, Bruder, soll ich mit Patchwork-Familie mit Nico dann haben? Desperado. Junge. Tornado bleibt. Du musst mir noch hinten zumachen, kurz. A man is out is hollow. Schade um unseren Urlaub, Mann, dass das nicht stattfindet. Sehr gutes Video. Ja, man kann ja nur noch liken, oder? Ja, Digga, komm, scheiß drauf.